Weiter geht's mit Resident Evil 3 im Knallharte durchgenommen. Sind wir heute fertig? Vielleicht. Dieser Countdown ist immer schön beim Intro, ne? Weiß man, wann soll man sein Gameface dann aufziehen? Hast du ein Gameface, Simon? Ey, du wirst es heute noch mehrfach sehen, befürchte ich. Wenn die Zunge irgendwo links oder rechts rauskommt, dann. Szenen der O. Ich erinnere mich dran, dass wir auch an einer ziemlich kniffligen Stelle aufgehört haben letztes Mal, ne? Vor diesem Raum mit den ganzen Huntern. Und ich komme hierher und denke nur, geil, letztes Mal war ich ja dran, also kann ich jetzt gar nicht und der Controller liegt schon wieder. Ich glaube, du hast gar nicht so viel gespielt letztes Mal. Doch, stundenlang. Machst du jetzt nochmal und dann übernehme ich wieder, wenn du die Hunter alle besiegt hast. Moment, es hat sich wie Stunden angefühlt. Das war's. Aber also, du lädst jetzt nochmal schön den Spielstand neu, damit unsere Zeit nicht verfälscht ist. Ach echt, soll ich das machen? Ja, mach das mal. Ich finde das nicht so schlimm. Du findest sowas nicht schlimm? Nee. Wenn die Zeit verfälscht ist? Mach ich dann Auto? Nee, 25. 25? Ja. Gregor stört es jetzt gerade, dass die Spielzeit schon weitergelaufen ist, während wir hier auf den Start der Sendung gewartet haben. Ja. Und der Spielstand um ein paar Minuten verfälscht ist dann. Also ich meine, jeder hat ja seine mehr oder minder Kleinigkeiten, die einen bei solchen Sachen stören. Du weißt ja, in dem Inventory, bei einem Rollenspiel, musst du immer entweder 5er oder 10er Schritte bei den Items haben. Nicht irgendwelche krummen Zahlen. Und die Spieluhr darf nicht verfälscht sein durch Pause. Mega wichtig. Also wichtiger als alles andere bei dem Spiel. Was hatten wir denn hier noch an Story-Items gerade? Wir haben noch diesen Kassettenrekorder. Ganz gerne nochmal zeigen, genau. Wir brauchen was für diesen Kassettenrekorder. Ich habe jetzt mal diese Granaten hier mitgenommen, um vielleicht bei den Huntern, wo wir ja durch müssen, irgendwas zu machen. Außerdem haben wir noch die ID-Karte. Die ID-Karte, die wir auch nochmal brauchen, offensichtlich, weil sie. Wird noch als sinnvoll angezeigt. Ich glaube, unten im Stockwerk gab es da noch so, oder hier oben auch. Hier gab es ja auch so eine Tür, wenn ich mich nicht irre. Okay, wir schauen nochmal nach. Also, wir sind vor dem Aktenraum. Auf dem Dach waren wir schon. Dann gibt es links die Wäschekammer. Und die Schwesternstation ist, glaube ich, für uns relativ wichtig. Und der Belegschaftsraum, den sehen wir ja hier gleich. Da müssen wir auch noch rein. Oh Mann, ey, das sieht alles nicht gut aus. Das ist jetzt natürlich nicht mehr, welches der Raum mit den Huntern war. Ich glaube, das ist nicht der Raum mit den Huntern. Ja, mit den Huntern kommt da so ein Nebenraum. Der könnte hier schon gewesen sein. Ist hier noch eine Tür hinter dir? Ich glaube, das ist er nicht, nein. Ach nee, stimmt. Hier war nämlich die, hier war noch ein... Ah, okay. Sag mal, Moment. Habe ich den, den habe ich ja nicht, stimmt. Den hat ja Jill. Das hat Jill. Jedes Mal will ich den holen. Wegnehmen. Darfst du den einfach so in der Hosentasche rumfummeln, oder? Ist er in einem Rucksack. Okay, so, jetzt gucken wir, wo wir hinwollen. Wir wollen zur Schwesternstation. Wir versuchen es mal. Wir suchen alle noch diese Ecke mit den Huntern. Vielleicht ist sie aber auch... Doch, oder? Ist das da? Nein, Moment. Ist auch wieder ein falscher Raum, ne? Das ist aber die Schwesternstation. Was ist denn das Item da unten? Wo? Oder das, dieses Ausrufezeichen? Ist das das haben wir vielleicht... Ja, hab ich eben auch schon gefragt. Das müsste hier, ist das eine Pflanze hier? Ach, der Safe da hinten ist es. Ach, natürlich. Ah, okay. Wo wir auch noch nicht wissen, komisch. Eigentlich müssten wir längst rausgefunden haben, was da das Passwort ist. Können wir das Regie ein ganz kleines bisschen leiser haben? Nur ein ganz kleines bisschen. Dankeschön. So, jetzt gehe ich mal hier weiter und zur Wäschekammer. Ah, das ist der Raum, da sind sie. Oh, ja. Scheiße, Mann, wie kriegt man die? Also, wenn du dich nicht bewegst, dann sehen sie dich nicht, ne? Nee, das war der erste was. Alter, wie der den auch niedermacht. Also könnte ich hier rechts noch irgendwo rein? Auch nicht, oder? Da ist kein weiterer... Er genießt seine... Aber schau mal, Wäschekammer hat zwei verschiedene... Aber ich muss ja ins Behandlungszimmer und da gibt's nur eine Tür. Fuck. Mhm. Also ich habe echt schlechtes Gefühl. Ich werde die Granate versuchen zu benutzen. Die wird sicher helfen. Und vielleicht kann ich den zweiten dann mit der MG erledigen. Oder du kannst sie locken und dann mit der Flashbang irgendwie stunnen und dann richtige Granate werfen. Hat leider nicht geklappt. Wir haben das nämlich probiert letztes Mal, wenn du dich erinnerst. Und das hat nicht so funktioniert, wie wir es gerne gehabt hätten. Uff. Na gut. Pff. Hast du sie geworfen? Nee, ne? Wir kaufen nichts. Oh, aber beide sind da. Sehr geil. Gut. Richtig gut. Das war's vielleicht. Das klingt nicht so. Aber es, also, es klingt, doch, es klingt super. Scholzan! Scholzan! Beide, du bist ein Champion! Ich habe Moose gemacht! Du bist ein Champion! Geil, Alter. Das eine ist Granate, das ist ja Hammer. Das ist ja fantastisch. Das hat er verdient. Okay, ja, krass. Das ist ja... Das ist ja super.
also das war reines Glück. Aber so die Granate war wirklich sinnvoll genutzt. Ja, ja, perfekt. Perfekt gemacht. Da ist eine Kassette. Ah. Ah. Venedig. Kannst du die anhören? Oder? Suchen. Zurücksetzen. Ach, jetzt kann ich nur was aufnehmen. Dr. B, Aufnahme für Personalabteilung. Aber Moment. Nee, das ist die Kassette, die drin ist. Ja. Genau, da steht ja ein Abspielgerät. Ich glaube nicht, dass du da was aufzeichnen musst. Aber ich habe ja hier nach dem Impfstoff suchen nach einer Audiokassette suchen. Dann muss ich es doch jetzt auch. Vielleicht kannst, benutzt du das automatisch. Das brauchst du doch bestimmt, wenn du irgendwo so eine Stimmenidentifizierung brauchst oder sowas. Ja, sicherlich. Okay, nur Items so haben wir immer noch. Ah, nee, hier haben wir alles. Das ist alles, das ist weg. Wo haben die eigentlich die ganze... Ach, die haben die gefressen. Ja. Ich dachte schon, die ganze... Wen haben die da gefressen? Na, immerhin. Gefüllt? Er lässt sich Zeit beim Essen. Ne? Nicht so schlingen. Mhm. Ja. Er ist auch nicht schwimmen gegangen danach. Also eigentlich alles richtig gemacht. Funktioniert es aber, wenn du einen Schwimmer gegessen hast, dass du nachher... Das ist eine sehr gute Frage. Das sind die wirklichen Fragen. Es sind, ja. Okay. Darf ein Zombie ins Wasser, nachdem er Michael Phelps gegessen hat, oder nicht? Wollen wir in die Wäschekammer noch gehen? Wo würde man denn jetzt? Waren wir gerade. Nee, da waren wir gerade. Da ist warum ist safe. Das noch rot? Das ist safe. Ach, der ist. Nee, Moment. Da war ein Spind, glaube ich. Irgendwas ist da, ja. Spind oder ein Safe? Irgendwas war da. Spind, glaube ich auch. Da. Das ist der Spind, ja. Vielleicht lebt der noch da unten. Ach so, da kommen wir nicht ran. Okay, alles klar. Ich bin immer noch begeistert von der Granate, ey. Aber schau mal, das Wichtige war die Kassette. Ah! Boah, Gott, Gregor, ey. Wieso? Jetzt! Wieso? Ja, wahrscheinlich, weil du die Kassette jetzt hast. Ja. Ah! Oh Mann, das ist so scheiße mit diesen One-Hit-Kills. Also das ist komisch, oder? Ich meine, ich habe doch mehr oder weniger volle Energie. Naja, es sind aber Hunter. Hunter haben dich doch auch One-Hit-Killed. Vor allen Dingen ist ja nur, wenn du, aber nur, wenn du, wenn du schon wenig Energie echt? Hattest. Dieser Kopf-Up-Hit-Kill, der kam nur, wenn du wenig Energie hattest. Das ist wie diese Critical. Es reicht scheinbar schon. Es reicht schon Warnung anscheinend. Ja. Shit, Mann, das war doch gerade voll gut. Aber warte mal, die Granate hast du nicht, ne? Falls du das jetzt nochmal machen musst. Du hast völlig recht. Genau so machen wir das nochmal. Okay, trotzdem müssen wir uns überlegen, was wir jetzt mit dieser Audiogeschichte hier gleich machen. Ja, wir gucken mal auf die Map danach, wenn du sie hast, unten. Okay. Erledige das mal und dann checken wir mal, wie danach wir schnell noch durch den Gang kommen. Nochmal speichern sollen nach dem Granatending. Wo ist denn die... Also der Aktenraum ist der Safe-Raum da oben. Das ist hier in L-Form runter zu der... Und hier durch? Was denn? Was meinst du? Ah nee, noch ein... Dann muss nach rechts und nach links und dann bin ich da. Also du musst so nach in L-Form laufen, wenn du zum Safe-Raum wieder zurück willst danach. Das müssen wir erst nochmal so gut schaffen jetzt. Ja, nur egal wie ich laufe, jetzt das Vieh gleich wird da sein. Hast du noch den Ausweichmove, ne? Ja, den habe ich jetzt auch ganz vergessen. Ja. Ah. Ich glaube, der eine lebt noch. Hm. Jawohl. Was? Warte. Ist da noch ein? Ja, doch. Ja, super. Ja, auch. Ein letzter auch Beuger. Großartig. Okay, brauchen wir, glaube ich, noch nicht extra speichern. Nee, ich krieg das jetzt immerhin. Ja, mit der Granate ist es wirklich einfach. Mit der Voraussetzung, dass man es öfters machen muss. So, jetzt werde ich mal einen davon nehmen, damit ich grün bin. Ne? Das ist wahrscheinlich ganz gut. Und jetzt taucht der ja gleich wieder auf. Dass die immer so aus dem Nichts kommen. Oder du springst durch das Fenster darunter. Das könntest du auch machen. Ja, gucken, ist hier auch einer? Der springt jetzt mit runter. Um ehrlich zu sein, erwarte ich das von dir. Oh, aber Autosave hat er gerade gemacht. Oh, das ist gut. Autosave is never good. Oh. Laboreingang, guck mal da oben. Warte mal, noch hinter dir ist eine Tür jetzt. Aber waren wir hier nicht schon? Komisch, dass das alles... Ah, da waren wir schon mal. Wir haben noch nichts alles eingesammelt. Ja. Also Moment. Ein Laboreingang. Draußen, hier geht's in den Garten, aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen hier durch. Sag, da kommst du wieder zur... Das war die Treppe, oder? Ja, das war die Treppe wieder hoch. Aber wir sollen nicht hoch, oder? Nö, ich glaube irgendwo. Unten ist ja wahrscheinlich am sinnigsten. Was ist denn da? So. Ah, fuck, wenn die jetzt nicht gleich reinkommen.
Guck mal, da ist ein OP-Saal. Ja. Da waren wir noch nicht drin. Das bricht so sicher auf, dann, wenn du die Tür hinten entriegelst. Ich bin auch absolut sicher. Frage ist nur, wann. Der will ihn sogar aufmachen. Oh. Na, da ist er. So arschklar. Soll ich schießen? Also mit der Pistole oder? Ja, mach ruhig. Das ist am sinnigsten, ne? Scheiße, Mann! Dein Mann, wie viel hält denn sein dickes Bein aus? Ey, das ist zum Heulen, ne? Der beißt sich von unten. Ich glaub, der krabbelt noch. So ein Dreck, ey. Ey, das macht mich wirklich wütend, weil das echt anders hätte gehen können. Für euch habe ich doch die Pistole. Alter, wie viel denn noch? So, den hast du. Alter, ich bin dran. Okay. Das hat sich ja nicht gelohnt, nochmal aufzustehen. Es lohnt wahrscheinlich mit der. Wir brauchen auf jeden Fall mal neue Muni. Ah, ach komm, der andere, du Scheißkerl! Guck dir das bitte an! Ach, guck mal, mach was mit dem Bein jetzt! Der steht nicht auf, wie sonst immer. Mit dem Schnellfeuergewehr erst einmal umnieten und dann nochmal sehen, jetzt mit der Pistole einen Headshot oder so. Ah, da hätten wir nämlich von Anfang an schon hingehen können. Wir haben es nicht geschafft. Ah, du hast es geschafft. Ja. Da ist bestimmt ganz viel Muni drin. Ach scheiße, ich habe kein Messer. Das ist nicht doch, du hast das dabei, oder? Doch, ach doch! Bin so verwirrt noch irgendwie gerade. Okay. Alter, wie viele, ey. Hab ich denn alles? Guck mal, hier liegt immer noch. Ach ja, weil da noch so ein. Der spinnt, ja. Ja. Da ist keiner, oder? Ich habe irgendwas gehört, aber. Das ist bestimmt ein Rätsel da oben, ne? Die Zahl über der Tür. Wo? Über der Tür war so ein Digitalcounter. Naja. Ja, aber der scheint kaputt zu sein. Das ist so auffällig, aber okay, der sagt nichts. Ja, hast recht, sieht wirklich ein bisschen auffällig auf. Wir haben ja auch immer noch einen Safe, für den wir eine Kombination brauchen. Stimmt. Das ist bestimmt wieder nur optional. Da liegt irgendwo ein Dokument. Ja. Sicherlich. Ja. Hallo Kate, ich habe alle wichtigen Unterlagen gesichert. Ach, da ist es schon. Die Kombination des Saves. 9-3. Das ist es. Nur zwei Zahlen? Okay. Geht das überhaupt? Kann man überhaupt einen Safe so speichern? Speichert die Dokumente eigentlich auch im Inventar, ja? Ja, sollte er. Oh! Da wollten die aber eine ziemliche OP hier. Yeah. Mit den Handgranaten. Geben Sie mir die Schwester, geben Sie mir die Handgranaten! Ne, Doktor würde die Handgranate hinhalten und sagen, Schwester, ziehen Sie. Ja, genau. Mit den Zähnen. Okay, Hammer. Ich bin richtig am Start hier. Ist hier im Raum noch was drin? Nee, ist nichts mehr. Okay, dann kannst du ja hier unten einmal saven. Und wo ist denn der Safe hier? Das ist, wird keiner angezeigt. Achso, das Speichern ist unten beim Empfang. Da war, glaube ich, Jill. Na, da, genau, da ist der Safe-Raum. Komme ich denn über den Innenhof dahin? Da siehst du ja, dass das blockiert ist. Ja, genau, du müsstest den ganzen langen Weg. Den Laborempfang einmal herum. Ja, du hast recht. Was war denn das hier mit dem. Das war noch so ein Spind, ne, was dir hier noch angezeigt wird mit dem Ausrufezeichen? Ja. Die sind bestimmt auch Hunter jetzt unterwegs. Oh, ja, da habe ich echt Angst vor. Aber ich habe ja Granaten. Naja, aber so im freien Gang, ob die da so viel helfen. Ja, aber irgendwie. Fabian, was genau soll ich denn jetzt machen? Nimm die Granaten. Bin dafür. Ist da was? Hört ihr das auch? Ja, ja. Ist was. Ich will ihn aber auch nicht laufen oder so. Nee, da ist nichts. Gut. Ist das spannend.
Okay, die Karte wieder aufrufen, geradeaus. Oh, hinter dir? Was? Geschlossen. Nee, aber da, guck mal. Hinter dir ist noch ein Raum, wo wir nicht drin waren. Echt? Der war grau auf der Karte. Ach, guckt euch an, Leute. Hier ist es. Da ist es, Mann. Danke, Gregor. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bart, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, wechselnde Versagerin. Alter. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Da ist er. Bye, bye, Bart. Tyrell, Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Einladung zum Bankett. Bankett, Raccoon City, Bürgermeister Warren, Chief Irons. Ah, Chief. Das könnte noch interessant werden. Weil Chief Irons hatte doch bei Resident Evil 2 mal in den Dokumenten, dass er seine, wir jagen Menschenpartys oder so, deshalb hat er doch die Dame auf dem Tisch gehabt. Ja, stimmt. Das ist so schlecht. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Na, du stehst auf Brünette, oder? Na, ich lass es den Irons wissen. Na. Ist Brünetten die offizielle Mehrzahl von Brünetten? Nee, das ist grammatikalisch falsch. Brünette. Ja. Ist dann. Also ich bitte, versuch du mal mit einem erregierten Glied zu schreiben, dann wirst du merken, dass das gar nicht so einfach ist. Also Moment. Es liegt alles in der Handschrift. Ja. Okay, da ist der PC mit den E-Mails. Toten werden wir. Ein Crack-Tester, ja, super. Ich möchte dir einen Ausweg anbieten. Besitz eine Dosis des Impfstoffs. Der Heilige Gral. Nicht für meine Familie, nicht für irgendwelche Liebhaberinnen. Nein, Greg, sie ist für dich. Danke. Hammer. Aber du musst mich hier halt auch rausholen. Ja. Also die Partys, also offensichtlich alles Schindluder getrieben worden. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre. Danke, Simon. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Tja. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Vorstand. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Sie gönnen ihm den Erfolg nicht. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Okay. Ich würde mal tippen, wir müssen bestimmt das aus dem Keller holen, was unterirdisch gelagert wird. Hm. Jill wusste von all dem. Und vertraute mir trotzdem. Es liegt an den Haaren. Erst noch mal schauen, ob irgendwas hier liegt. Ich habe nämlich nicht hundertprozentig alles angeguckt. Share, genau. Ah, siehst du? Da ist noch ein bisschen was, ja. Okay, gucken wir noch mal hier. Ach, Gregor, ich bin so dankbar, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Wir wären einmal noch in diese Hunter-Ecke gelaufen und hätten wahrscheinlich uns mega daran abgekämpft. Ich mag sein Sturmgewehr. Das ist so ein richtig schönes, spratziges... Ist immer noch nicht Schnellschießgewehr. Da ist ein Health-Item, oder? Hier links noch, genau, irgendwo da. Nee, also. Wo? Auf der mittleren Insel, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht auch, ja, auf der anderen Seite. Also ist ein Kraut. Ah ja, ich sehe es gerade. Ja, solange es auf der Map irgendwas ausgegraut ist, sofort hin. Das Gute ist, dass er wahrscheinlich autosaved jetzt auch hier. Stimmt, da immer noch nicht alles. Ja.
Man kann an der Stelle auch mal kurz darauf teasen, dass es eine 1A-Randomizer-Folge gibt mit Resident Evil 2, wo wir die Items getauscht haben. Und es gibt auch bald eine Folge mit Resident Evil 1, wo wir die Räume und die Gegner getauscht haben, was absolut mit richtig geil ist. Also wer Randomizer mag, genau, purer Mindfuck. Wer Randomizer mag, wer Resident Evil mag, der kriegt auf jeden Fall diese Woche eine richtige Packung. Das heißt, mit der PC-Version von Resident Evil 1 von dem GameCube Remake? Von dem GameCube Remake, exakt, geil. Ja. Das ist der Hammer. Das ist sehr interessant, da das hier durch die Türen noch getrennt ist, kann man sogar die Räume randomisen. Ich sag nur Schlange. Hier ist natürlich nichts. Impfstoff ist immer. Oh. Okay, ich misch mal die Kräuter eben zusammen. Ja, kannst du machen. Ah, du kannst, nee, du kannst den... Ich kann auch die Karte wegwerfen, ja. Die Karte und den, Oh ja. Kassettenrekorder. So, was haben wir denn hier noch? Kann ich die vielleicht noch kombinieren? Ich glaube, du kannst nur drei in einem Slot, ne? Okay, Jill. Halte durch. Okay, jetzt hat er wieder schön abgespeichert. Das ist gut. T, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Ist einfach geradeaus durch. Genau. Runter durch den Empfang. Durch den Empfang und dann kommst du in die Lobby zum Safe-Raum. Gut, okay, hier kommen wir definitiv. Können Jill den Kram geben. Oh! Ah, da sind sie. Jawohl, jawohl. Du hast Granaten, ne? Digital rechts. Ja, aber ich... Es ist, ich sag's nur. Ich probier's mal so jetzt. Check es mal, ja. Das spart uns ja ganz gut Muni. Weiter. Okay, nach links und durch die Tür. Das schaffst du noch. Hier ist bestimmt noch einer um die Ecke. Okay, noch Shit, falsche Tür. Na, doch, nee, ist richtig. Gut. Und dann unten links. Und nochmal links. Wir wollen ja erst zu Jill. Super. So. Zum Glück können sie keine Türen benutzen. Das haben wir in Jurassic Park gelernt. Ja, genau, als die Hunter neu entwickelt wurden auf Jurassic Island. Vorher Fragen? Nein. Ich würde niemals was Lilafarbenes in jemanden initiieren, ohne wenigstens vorher gefragt zu haben. Naja, außer... Nein. Außer du bist ein lila Teletubby. Dann gehört das. Ich hoffe, das Zeug wirkt. Das sage ich auch immer. Und wie schmeckt's? Wir müssen. Tut mir leid, Fabian. Es tut mir sehr leid, dass du jetzt dabei bist, aber du hättest es wissen. Distanziere mich davon. Tara? Was ist passiert? Er ist gebissen worden. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Ach, Mann. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Oh, nee. Ja, man kann das ruhig machen. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Okay, hier sind auch noch Sachen in dem Raum. Da ist ein Health-Item, glaube ich, auch noch, ne? Am Counter an der Theke neben Terrell. Ja, irgendwas liegt da. Haben wir es nicht gesehen beim letzten Mal? Oder hat das mitgebracht? Das frage ich mich auch gerade. Ich speichere vielleicht vorher nochmal ab. Vielleicht nochmal in die Kiste vorher. Obwohl, brauchst du. Sortier doch mal das Menü. Ja, das mache ich. Du war das nicht immer. Aber vielleicht hast du ja noch geilen Shit. Nee. Du hast so viel. Kannst vielleicht sogar eine von den Flashbangs abgeben. Was ist denn der Button, den du da unten ist richtig, anzeigt? Aber du hast nur Kräuter, die du... Ach so, ich kannst, kann nichts anderes sortieren. Du kannst nichts mehr sortieren. Okay. Ich nehme mal hier einmal noch... Ach komm, ich misch die noch mit den anderen zusammen, ja? Mit dem Einzelnen, ja, mach was doch. Wir danach haben. Ja, mache. Triple Kraut? Ja. Keine blauen bisher, ne? Oder? Entweder kommen die im letzten
Abschnitt oder sie sind wirklich diesmal, ich finde Blauner auch immer ein bisschen doof, aber naja, wir hatten es ja schon häufig von denen. Und wir hatten, kann sie machen, aber muss man nicht haben. Wir hatten vorhin ja noch am Anfang da mit dem Parasiten und dem Grünkraut, was der essen muss. Also hast du ja schon so eine Art Health Effect. Ich glaube nämlich, da hätten sie es dann so gemacht. Ja. Ja. Du hast recht, wahrscheinlich wird es keine Blauen geben. Hast okay. du gespeichert? Ja, du hast gespeichert. Speichert habe ich, ich gucke jetzt dann mal. Okay. Do this. Ich versuche die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Oh, eine schöne Szene, Lager die mag ich jetzt schon. Oh shit. Okay, was machen wir damit? Was richtig an. Links liegt auch noch ganz viel Kram. Da rechts ist auch so ein Elektroschocker. Da auch, auf deiner linken Seite. Und das Schöne ist, hau alles raus, weil du wirst eh gleich mit Jill weiterspielen. Ja, stimmt. Vielleicht gab es sowas auch im Original? Nee, ich glaube nicht. Gar nicht mehr, ne? Das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 4, an diese Hüttenszene. Ja. Luis, geh nach unten. Waren hier nicht irgendwo noch mehr Items oder habe ich das alles schon? Ja, vorne, ich glaube vorne hast du was eingesammelt, ne? Oder du kannst auf die Map gucken. Na, das war echt Quatsch mit der Pistole jetzt hier. Also müsste hier noch irgendwas rumliegen eigentlich. Mal, da. Ah, nice. Ups, Inventar ist voll. Ja, Pistolenmunition kannst du später haben. Guck mal, du hast fast 200 Schuss mit der MP. Also alles wegwerfen. Ja, ne? Carlos! Sie kommen durch die Tür! Oh. Ach scheiße, ich muss ja da aufpassen. Ah, oh shit. Ja, stimmt, du sollst sie ja beschützen. Aber auch interessant, dass sie so nach und nach die Barrikaden... Oh, da ist irgendwas passiert unter dir. Doch nicht. Nee, die platzen, glaube ich, einfach weg. Ja, ich dachte, dem wäre was aus dem Kopf rausge... ja, noch ein Parasit. Warum platzen die denn und die anderen nicht? Das ist wahrscheinlich, damit irgendwann das zu viele Charaktere sind. Ich denke auch, ja. Damit die Technik nicht schlapp macht. Die guten Platz-Zombies. Oh oh. What? Sagt mir, wo er ist. Das sind halt echt so Aussagen, ne? Wie werfe ich die scheiß Granate? Du musst, normal, du musst, wie auch, wie ja, sonst du, auch. Du darfst nicht weglaufen. Wie schießen? Du musst zu ihm gucken. Nein, oh, aber es hat, hey, du hast ihn geschafft. Funktioniert. Und ich habe selber keinen Schaden genommen. Großartig. Weiter so. Wahrscheinlich, weil ich gerade in der Angriffsanimation steckte. Du warst in der Greifanimation, ja. Jetzt hast du gut gemacht. So, wo ist denn jetzt der andere Kram? Der ist durch die Tür gekommen. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich da offen. Vielleicht musst du jetzt irgendwie... Ja, da ist der Schalter drin. Und zwar hier. Nee, Nice. Oh. Schnell, schnell, schnell. Mal alles einsammeln und dann nochmal gucken, dass die nicht abhauen, die Jungs. Oh, geil. Ich sollte mal mehr Blendgranaten benutzen. Schalter war nicht da. Ich habe nichts gesehen. Soll ich nochmal reingehen und gucken? Da ist ein Schalter, links. Da. Stimmt. Wo kommt denn der Zombie her? Unter dir. Pass auf. Was? Unter dir liegt einer. Den lasse ich da. Ja, der war eben noch nicht da. Der war noch nicht da, ne? Gut. Was? Nee, der konnte nicht mal. Hatte keine Beißer mehr. Das ist Return of the Living Dead 2. Mit den... Da kommen ja die Kopfdinger. Hier die Kopf... Schau dir an, so einer ist das. Grenado. Ja, schießt der genau. Geil. Hammer. So gehört sich das.
Pam, pam, pam. Ist tot. Der ist weg. Oh, noch einer. Sterben die nicht auch durch die Blendgranaten? Vielleicht. Aber du könnte hast sein, kann man mal ausprobieren, jetzt. Ja. Zumindest war das bei Resi 4 immer so. Aber es waren ja auch Lastwagen. Oh, Gott, ah, shit. Oh, noch ein Hunter. Oh, sehr gut. Oh, man schießt auf den. Nein, der Hunter. Und heilen nicht vergessen. Was? Du? Ist alles weg. Okay. Vielleicht habe ich die Granate doch was gemacht. Ey, lass. Heil dich, ne? Ja, mach ich jetzt. Oi, oi, oi. Das ist aber jetzt aber auch spannend hier. Wo ist denn... Keine Gut, Mann. Oh! Okay. Gott, bin ich froh, dass ich die beiden abgegeben habe. Da ist er noch. Jetzt muss ich nur noch aufräumen. Nice. Alter, ey, so eine Anspannung. Nein, das ist nicht nice. Ja gut, aber das soll so sein und ist natürlich... Da lagen noch ganz viele Items neben ja, mir. Ja, aber hol die doch noch schnell. Ja, ich hol die noch schnell. Vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen. Ja, verliebt. Sogar ganz sicher. Bis zur Detonation durchhalten. Oh, nee. Ja, nimm noch, da ist noch was, nimm das noch mit. Dann geh hinter, die, hinter den Counter. Ja. Ja. 30 genau. Sekunden kriegst du hin. Ja, ja. Ich würde einfach solche... Ja, aber, oh, die Türen versuchen sie noch aufzumachen. Wobei, na, ach, das schaffen die. Das ist egal, glaube ich, bei 16 Sekunden. Das ist gut. 4. Du stehst direkt gleich neben von dem Pfeiler weg. Oh, da sag das doch mal vorher. Okay. Das funktioniert so doch nicht. Das ist die berüchtigte Cutscene-Damage. Ja. Das ist aber alles neu, oder? Das gab's doch nicht im Original. Nichts davon. Das Dings explodiert schon, das Hospital, ja, oder? Ja, das weiß ich noch genau. Du musst da gibt's so eine geile Cutscene, wo sie sich noch weghechten. Aber zumindest ist es vorbei. Jetzt kommt Jill da nie wieder raus. Ich komme... Achso, ja. Alles automatisch. Kann ich nicht erinnern, jedenfalls. Nein, gab's nicht. Ich ganz sicher nicht. Gut. Du gehst wieder raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Ich sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. Du bist doch eh gebissen. So ein Teufelskerl. Teufelskerl. Ein Teufelskerl. Ah, okay. Super. Jetzt können wir die ganzen Dietrich-Räume noch super absuchen. Gut, ja. Hoffentlich hat Carlos ein paar Waffen hingelegt. Weil ohne MG, sie stehen jetzt dumm da. Tja. Ein Glück dir jetzt, Kurt. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Schieß mich! Ich drück die ganze Zeit schon auf Schieß, es geht nicht. Es war doch eh nur ein Traum. Das wissen wir doch alle. Der Doppeltraum, der berühmte Doppeltraum auch aus dem Intro. Wo bin ich? Was ist passiert? Oh. Oh. An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. 1998. Das kann nicht sein. 03. Das ist der Nachteil, wenn du das an richtigen Daten festgemacht hast und solche Spiele nochmal wieder neu auflegst. Es ist fucking 98 da.
Tja. Ja, mit ihr haben wir richtig viele Sachen gehabt. Ja. Der Dietrich, guck mal, wie viel. Oh, mit der Shotgun. Der Shotgun ist bestimmt geil, die ganzen Hunter jetzt weg. Okay, ich nehme das Messer mal wieder mit. Ja. Ah, du brauchst dann trotzdem aber mehr als einen Schuss. Ich bin mir nicht sicher, wie stark die Schrotflinte hier ist. Ich glaube eher Granatenwerfer. Luca, wir können es ja mal probieren einfach. Ja, ich kenne es ja auch noch. Man schießt einmal, dann fällt er um, dann steht er wieder auf, schießt nochmal. Ja. Aber wer weiß, wie die hier reagieren. Vielleicht haben die anderen Resident Evils nicht gespielt, die Hunter hier. Und wissen das nicht, ja. Das muss doch einer jemandem sagen. Gar nicht drauf vorbereitet. Okay, den Rest lasse ich da. Sammelst du eh gleich ohne Ende Item sein, ne? Ja, vielleicht solltest du die Schrotflinte-Munition ein bisschen... Nee? Ein Muni würde ich noch reinpacken, ne? Du brauchst den Platz jedenfalls. Volles Magazin. Meint ihr ehrlich? Ich habe aber keine Pistolenmunition mehr, ne? Das macht ja nichts. Ja, du hast jetzt 26 Schuss dabei für die Shotgun. Naja, ich bin aber auch sehr schlecht. Das stimmt, ja. Okay, hier muss noch irgendwas sein. Was? Naja. Ah, G18. Ah, eine neue Pistole. Okay, was kann die? Das ist nice. Kannst du die alte eigentlich weglegen? Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Es gibt keine Werte hier oder so für die Waffen, ne? Also G19 und G18 Feuerstoßmodell. Ja, ich glaube, das ist dieselbe, die hat einfach nur, oder eine ähnliche, die hat einfach drei Schüsse. Es hat ein großes Magazin und Dreier Feuerstöße. Aber das kennt ihr doch, das ist doch gut. Ja, ja. Und soll ich die lieber equippen? Ja, und die andere lässt du weg. Gut. Du wirst schon noch irgendwo 14... Kann ich die Muni rausnehmen? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob man die Muni rausnehmen kann, aber wenn, dann nimmst du die Waffe später wieder, wenn du so brauchst. Genau, das wird schon. Leer schießen geht immer. Hey. Haben wir alles? Was ist denn jetzt hier die Aufgabe konkret? Das Krankenzimmer verlassen. Das kriege ich hin. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Teufelskerl. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Okay, was ist denn das? Kiste. Die Lagerungsanlage ist denn eingebaut. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Okay, hier muss noch mehr Kram. War wahrscheinlich irgendwas in dieser Kolonne drin, die du finden. Die ist aufgebrochen. Überraschungsei. Ich sehe nichts. Im kleinen Räumchen vielleicht? Genau, vielleicht in dem Nebenraum. Oh, wenn man die Tasche mit Carlos nicht genommen hätte. Wie viel? Ja gut, aber sie hat eh schon Größe. Wobei, nee, stimmt. Sie hat eher eins. Aber wo sind die Items jetzt? Das ist ja immer noch rot alles. Das ist natürlich interessant, ob man dann eventuell nochmal mit Carlos spielt, weil er ja die Tasche hat, oder war das halt nur für diese Action-Sequenz, dass man genug Waffen hat? Wir hatten ja auch, ja stimmt, du hattest ja so viele Sachen, die du aufnehmen kannst. Also vielleicht zählt das hier hinter vielleicht auch noch zu der Lobby und hier... Ja, mach das mal. Ich glaube, das wird so sein, ja. Ja. Klug. Joa, echt damit. Boah, das ist so befriedigend, wenn einer nach einem Schuss umfällt. Shotgun reicht. Der ist weg, oder? Ja. Ja. Oh! Jetzt musst du das Messer nehmen. Nee. So gehört sich das. Na komm, hier steht auch noch alle auf jetzt. Also du guckst erstmal nach den ganzen... Ja, wollen wir das wirklich machen? Lohnt sich das? Ja, Mann, natürlich. Also, ob es lohnt, weiß keiner. Ja, es war hier ist einer, ne? Ja. Einfaches Schloss. Das heißt, hier ist blockiert oder was ist hier? Ja. Kann man also. Ja, du musst durch den. Du musst hier rechts und durch den Gang. Hier sind definitiv Hunter jetzt drin. Ich guck mal, ob hier irgendwas liegt noch. Müsste eigentlich. Ja, die Kiste links.
Ja, ja. Nein, nein, da. Ja. Okay. Ah, perfekt. Oh, die ist wichtig. Da ist was Gutes drin. Magnum-Munition. Oh. Muss man halt nur noch eine Magnum haben. Aber wenn es ja schon Munition gibt. Okay, das war auch alles hier. Ja, im Innenhof ist noch was. Wie komme ich denn in den Innenhof rein? Das war ja nur mit Springen bisher, ne? Ja. Da liegt eine Kiste. Das ist halt auch, wie kommt man da ran? Das haben wir uns letztes Mal schon gefragt. Was ist denn hier oben? Guck mal, hier, wo ich jetzt bin, ist das eine Lücke hier? Kann ich da irgendwie hin und durchgehen? Ja, nee, das ist, wenn du von oben runterspringst mit Carlos, bist du da durchgegangen. Ach so, ja, stimmt. Ah, sieht doch gut aus. Was war hier? Erstmal gerade außen einsammeln. Ja. Das war der, nicht der Operationssaal, ne? Doch, doch. Doch, das war. Aber da war, glaube ich, auch noch was verschlossen. Das ist das, wo der Wissenschaftler drin lag. Ja. Ist der jetzt ein Zombie? Nein. Ah, oh. Da ist noch was. Sieht mir nach Nikolais Werk aus. Ist aber neu. Ja, vielleicht gibt es einige Sachen, die nur Jill einsammeln kann, ne? Shit, jetzt ist das blöde Inventar schon voll. Kannst du wieder alles ablegen? Meine ich. Kannst jetzt nichts mehr mitnehmen, oder? Soll ich echt nochmal zurücklaufen? Ja. Naja, bringt ja nichts, wenn du nichts einsammeln kannst. Wenn du eh zum Item-Rum hier gehst und keine Plätze mehr hast. Na gut. Ja, guck, es läuft doch. Alles tot. Alles ruhig. Ja, ne? Gut, gut, gut. Ja, das passt. Ach komm, ich speichere. Ja, speichere doch nochmal. Ich mag, wie du denkst. Kostet ja nichts. Durch. Mhm. Da liegt noch was. Leiche durch die verbotene Tür geschoben. Die verbotene Tür? Gott. Das ist bei uns der Raum, wo das Klopapier gelagert wird. Ja, und die Desinfektionsmittel und so. Oh! Ah, okay, jetzt schaut gar nicht ins Gesicht. Gucken wir mal. Okay, viermal oder so muss man. Ja, dreimal, wenn man trifft. Da hat er recht, ja. Ah ja, ja. Shotgun-Schüsse. Ja. Fünf. Hier fünf Shotgun-Schüsse. Nee, Magnum-Munition auch. Explosivgranaten. Oh. Ich habe ja noch einen Granatwerfer, soll ich den mal benutzen? Ja, aber hebt ihr den lieber auf für so Geschichten wie der Nemesis wieder. Ich glaube, ne? Fast schon auch, ja. Wir erinnern uns. Das war nicht geil. Oh ja, stimmt, diesen einen Megakampf. Gibt's hier noch? Nee, alles hier ist durch. Nichts mehr. Da können wir oben gucken, ne? Und wir hatten noch die Kombination für den Safe, ja. Okay, das heißt, ich gehe hier runter. Aber die weiß keiner mehr jetzt, oder? Irgendwas mit 9 und 3. 9 und 3, das war's. 9 links, 3 rechts. Ja. Okay, nach rechts. Dann gehst du wieder hoch, ne? Ja. Denk dran, dass da oben wahrscheinlich einer war. Ein Hunter, meine ich. Ja. Also, wir haben die Wäschekammer, da war ein Spind drin. Genau, wir haben Behandlungszimmer, das, da ist noch was. Also am schnellsten wäre jetzt der Belegschaftsraum von hier aus. Ja, dann kannst du auch gleich den Safe erstmal mitnehmen und dann alles abarbeiten. Welchen Safe, wo war der? Da, beim Aktenraum, kannst du speichern. Oder was meint ihr? Nee, bei irgendwo war hier ja noch alles der Safe. Der ne? Safe, der hier, okay, lass mich erstmal hier jetzt durch. Übers Dach, ja. Yeah.
Kein Hunter bisher. Schön. Gut. Na, wobei, doch, wenn ich den Granatwerfer eh nicht benutze, kann ich die Dinger auch hier lassen. Ja. Schnitt-Nemesis. Kroner. Oh, meine einzige Schwäche sind Granatenäpfel. Nom, 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 nom. Nom, nom. Ja, das ist doch schon gut. Ist nicht sogar hier der Safe? Wir wissen es nicht. Wir werden hier sehen. War irgendwas. Oh, oh. Oh, oh. Ah ja. Das hole ich jetzt ab. Guten körperlosen Hände. Flinten, ja. Shotty. Da ist einer hinter mir. 11 Shotgun. Klingt, als wäre der... Ja. Krass. Boah. Ja. Und noch einer. Komm. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Den lass ich leben. Wir müssen hier nie wieder rein. Ja, gut. Ha, aber... Fabian ist eben ein gütiger Gott. Ja, irgendwie, ich find's okay. Der wird sowieso in 8 Stunden sterben, wenn die ganze Stadt ausgelöscht wird. Und du hast da noch deine extra Shotgun-Patrone. So, hier geht's gar nicht durch. Gehen wir zum Mittelgang zurück. Sei bereit für einen Hunter. Vielleicht war das auch der schon, der kam, aber... Der hat das Stockwerk gewechselt. Geht geradeaus durch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du das je nachdem, wo du hingehst. Hey. Was war denn hier noch? Da ist ja safe, ja. Gerade außen dann rechts. Da liegt ein Pulver oder so, stand auf. Nee, ist das nicht? Okay. Auf dem Nachttisch? Ja. Aber so, guck mal auf der... Ach, das war das Pulver. Das sah aus wie... Aber ich glaube, der andere Raum ist das mit dem Safe. Ja, das muss wenn ja, auch wenn er jetzt blau ist. Bleiben ja jetzt ja nur noch welche. Also in der Wäschekammer war kein Safe, da war auch eins von den... Meinst du den hier jetzt, wo ich jetzt reingehe? Schwesternstation. Irgendwo hier links. Links. Was? Schon leer. What? Alter, das ist ja geil. Hätte man mit Carlos wahrscheinlich machen müssen. Und Carlos hat das schon abgeholt? Oder? Ich lag da ja, aber das ist ja mega spannend eigentlich. Das heißt ja, dass man da was finden kann. Wir hätten, lass doch mal kurz, spaßeshalber, gucken, was im Safe ist. Nee, war die... Ja. Da. So, verloren gegangene genau Gegenstände. Wenn sie etwas finden, na gut, es ist kein Hinweis drauf. Gut, wird wahrscheinlich keiner eine Magnum verloren haben und die da reingelegt haben. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir die Magnum jetzt verpasst haben. Aber warum sollte die Carlos bekommen haben, wenn sie die Munition jetzt findet? Das macht gar keinen Sinn. Aber es ist schon interessant, dass der Safe jetzt plötzlich fehlt. Jetzt interessiert mich ganz enorm, was... Das habe ich auch noch nie erlebt, irgendwie, sowas mal, dass ein Safe mal leer ist. Aber gut zu wissen, also wenn ihr mit Carlos spielt, holt euch direkt den Safe. Vielleicht war es was nur Carlos nutzen kann. Oh, ja, gut, man merkt schon. Position. Also irgendwo muss jetzt hier eine Magnum sein. Ja, vielleicht jetzt im Behandlungszimmer. Ja. Da waren die beiden Hunter, ne? Also jetzt. Ja, nicht, Moment, was war das? Ja, es hat gegrummelt ein bisschen, ne? Da sind wieder Hunter drin, 100. Ja, ich glaube auch. Kannst du... Hast du eine Granate? Ja. Nee. Shit. Gar keine. Aber du hast Granatenwerfer. Ja, den darf ich ja nicht nehmen. Natürlich kannst du nehmen. Also für 2 und so würde ich das schon machen. Ja, Minengranaten, Vorsicht, ne? Das sind nicht... Da liegt er, da steht er, ja. Schieß einfach eine vor sie. Haha, okay, das war's. Ans Orschal. Das waren die Kleber. Der lebt noch? Was? Ja, die Minen sind nicht so stark. Aber ja, das war's. Okay. Das ist aber die andere Tür, wo du nochmal durch kannst zum Behandlungszimmer. Ach ja. Warte, Vorsicht. Nur Leichen. Ja, sieht gut aus. Leichen pflastern deinen Weg. So, und hier war noch...
war denn hier? Hä? Guck mal in den Ecken jeweils. Nanu? Ah, da in dem rechts, in dem. Da. Ah, ja. Ah, und da ist ja noch einen anderen Sprengstoff zu mischen. Den hab ich weggelassen. Okay, aber jetzt hast du hier alles weg? Ja, Frage ist jetzt, wie kommen wir überhaupt zur Kelleranlage? Weil ich bin ja jetzt eben hochgegangen. Das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Ja. Und du wolltest ja noch zum Innenhof, weil da war ich ja noch die eine Kiste. Ist die echt da? Wollen wir die echt holen? Ja. Naja, da könnte nur wirklich die Magnum sein, weil das ist eine von den krassen Kisten. Ja, komm, ich probier's. Du bist ja immer runtergesprungen mit Carlos, um da zum Innenhof zu kommen. Würde hier jetzt auch gehen. Ich gehe jetzt hier vorne rechts raus, dann bin ich in dem Innenzirkel und da sind die Sprungpunkte. Ja, dann check doch nochmal drumherum. Nur wir haben bisher halt, die Sprungpunkte waren immer falsch, das dürfen wir nicht vergessen. Ach so. Ja. Wir kamen nicht dahin, wo wir wollten. Aber geh mal nach unten bitte. Check. Also mit der Karte, genau. Genau, wir müssen irgendwie da. Ja, es kann ja nur links und rechts sein. Aber wenn ihr euch erinnert, wir haben beide Sprungpunkte ausprobiert und es gab noch einen dritten. Genau. Ach, es gab noch einen dritten, wo wir nicht hingekommen sind? Genau, es gab diesen dritten, wo wir nicht wussten, wie wir da hinkommen. Also kommst du quasi an der falschen Stelle. Ich muss ja auf die. Dann check doch nochmal drumherum, ob du da irgendwo hin kannst noch. Okay, hier ist nichts. Das war der andere Sprungpunkt, den hatten wir auch benutzt. Ja. Genau, ich muss hier drüben auf die Seite, da runter irgendwo, ja, ne? Ich glaube, ich passe da durch. Ah, okay. Er kam wegen seinen breiten Schultern nicht durch. Das ist aber auch ziemlich random, dass man das jetzt so rausfindet. Jetzt kannst du nämlich hier links. Ja, das ist super. Liegt hier noch? Ne, hier liegt nichts mehr, ne? Ja, das ist die Magnum, weil das wieder so schön charaktergebunden ist, damit es bloß nicht er finden kann. Ja, alles klar. 3, 2, 1, Magnum! Ja! Jawohl! Bamsen, ey! Jetzt sind wir aber jetzt. Now we're talking! Kombinier die Shotgun-Muni. Das geht nicht. Ein Schuss ballerst du weg jetzt. Ja, baller ihn weg. Warte, Marc. Ja, habt ihr recht. Oder für die Freiheit. Spät. Aber ich glaube, du kannst das Schießpulver auch mit dem anderen Kram. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Das hat man probiert. Hatten wir schon mal? Ist das den Sprengstoff? Explosiv mit Explosiv nur. Und da kommen Granaten raus? Ja. Je nachdem, welche Kombi. Hier ist eine Treppe. Ja, geil. Ah, ja. Ja. Also, jetzt müsst ihr aber erstmal wieder hinkommen. Ja. Ja, dann save doch erstmal beim Anfang save ab. Ja. Und dann kannst du den Weg runter. Sehr schön gesäubert jetzt alles. Das freut mich. Genau, du kannst hier rechts rüber. Ah. Ach, da kommst du zu der Ecke, wo Carlos ist jetzt. Und das geht aber nur von der Seite. Das ist unmöglich von der Seite hier. Unmöglich, Mann. Ja, greifst du einfach ins Kraut dann rein? Wie wirst du denn da springen vernünftig? Das ist doch Quatsch. Okay. Zu deiner Rechten und dann rechts und nochmal rechts. Ach so, ich muss hier ganz außen rum gehen, hier oben rum. Ja, anders geht's nicht. Statt einmal links, dreimal rechts, weißt du ja. Okay, hier war ich eben schon mal, glaube ich. Das ist so ein bisschen, ja. Das ist kein Social Distancing, was ihr da macht. Nee, die liegen viel zu nah beieinander. Ist das Social Death Dancing oder so? Death Dancing, ja. Ja. Okay, dann speichern. Ah! Achtung, du bist jetzt angreifbar. Ich kann nicht schießen gerade. Jetzt Energie! Hey, halt Energie! Energie! Ich kann nichts machen. Ich werde sterben jetzt. Jawohl. Jawohl, Mann. 2 Schuss. Wenn man nah dran ist, gut zu wissen. Es dauert manchmal so lange, bis sie die Waffe Das Ding ist, wenn du wegläufst, dann dreht sie sich nicht automatisch um beim Zielen nach vorne, sondern du musst auch nach vorne gucken. Das ist echt, das kann man ruhig mal sagen, das ist ein echtes Problem, weil man es einfach irgendwie anders gewohnt ist, aber vielleicht war es auch schon immer so. Aber hier ist es, man ballert und denkt, warum schießt du nicht? Liegt daran, was Gregor gerade erklärt hat. Zum Safe. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch den Eindruck, irgendwie, du läufst nach hinten vom Gegner weg und hältst dann die Zieltaste gedrückt, dass sich dein Charakter automatisch umdreht nach vorne. Und das macht sie nicht immer. Speicher doch nochmal ab. Ja.
Ich wette, jetzt kommt ein Endgegner oder so. Ich nehme jetzt mal hier. Das Sprengstoff kannst du kombinieren. Merkmunition zusammenlegen. Genau. Handgranaten, auch gut. So, was haben wir noch hier? Ein rotes Kraut wollte ich noch. Kraut. Das ist ein normales Schießpulver. Haben wir noch Schießpulver gehabt? Sortier doch mal die Kiste, ne? Ich glaube, du hast kein normales Schießpulver mehr. Ah, Moment, doch. Keines, ne? Nee. Ja, dann ab in den Schrank damit. Ab in den Schrank. Genau. Oh, und du hast zwei Pistolen doch gerade mit. Ach nee, das ist die Magnum, ne? Entschuldigung. Ja, die würde ich auch mitnehmen, glaube ich. Ja. Die Granaten. Aber brauchst du jetzt mal 8 Schuss für die Magnum, jetzt dabei? Die würde ich auch nicht da lassen, ne? Also du willst gar nicht so viel verschießen. Aber das Messer würde ich dann stattdessen nochmal mitnehmen. Ja. Das habe ich nur eben beim Tauschen rausgepackt. Wo ist es denn noch da? Oben. So. Ich habe das Gefühl, Gregor, wir haben jetzt das Krankenhaus, zumindest den Part außerhalb des Kellers, recht gut befriedet. Ich würde sagen, es ist ein schöner Moment eigentlich für dich jetzt weiterzuspielen. Ja, wir können ja auch von mir aus einmal kurz in die Werbung gehen. Ja, würde ich auch sagen, es passt ganz gut. Machen wir einmal kurz Werbung und dann geht's weiter mit Gregor im Krankenhauskeller. Dankeschön. Sind wir wieder zurück. Ich habe den Controller desinfiziert. Das ist alles bereit und fertig und sogar das Wichtigste invertiert, damit wir spielen können. Fabian, du hast schon das Krankenhaus sehr gut gesäubert. Ich glaube, wir haben gar nichts mehr über. Mhm. Was war Karte nochmal? Select? Ja, ja. Und jetzt geht's ab in den Keller. Genau, hier ist anscheinend noch eine Tür wahrscheinlich, wo wir nicht durchgekommen sind. Was war denn mit der Tür vorher? Also die Carlos konnte da nicht durch, oder? Wie ist das? Ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist. Ja, guck mal. Ist eine Dietrich-Tür. Das ist eine Dietrich-Tür, ja. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn man den Dietrich wegwerfen kann, wenn man alle Türen im Spiel aufgeschlossen hat. Und der ist jetzt erreicht! Wir haben ihn geschafft. Das ist aber geil. Okay, das heißt, es gibt nicht mehr viele Passagen, wahrscheinlich, wo man nochmal Charaktere wechseln würde und dann denkt, ach, das kann ich später mit Jill aufmachen. Der Dietrich ist durch. Okay, ciao, Dietrich, du warst uns ein guter Freund. Ach. Aber den alten Platz, der ist uns wichtig. Das ist doch, das sehe ich doch, dass man hier drumherum laufen muss. Schade, dass wir kein einzelnes grünes Kraut mehr haben. Ja. Vielleicht ist hier eins drin. Nein. Nope. Ist das alles aufgesammelt? Schätze, ja. Weg nach unten sein. Okay, so alles weg. Ja, schön viel Bewegungsspielraum hier. Ist das jetzt eine? Ja, wobei es zu wenig Platz. Das ist, glaube ich. Also, oder? Oder der LKW fährt gleich weg. Ja. Wir müssen in den LKW einsteigen und Nemesis nochmal überfahren. Ach so, nee, das ist alles ein Aufzug. Hey, jetzt habe ich kurz gedacht, wieso der Raum da nach oben fährt. Ja. Das ist Umbrella, die können sowas, ja. Die bauen keine Aufzüge, die bauen auf Häuser. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Woher weiß sie das denn? Haben sie es ja, ne?
Das ist doch geil. Hammer. Das Spiel ist, das regelt das nicht so dynamisch, oder? Dass es sieht, welche Items und Munition man jetzt gerade brauchen kann, das ist immer identisch, oder? Wie war das beim Zweier? Beim Zweier, ich würde sagen, ich weiß, der Vierer bin ich mir sehr sicher, dass es dynamisch geregelt hat. Stimmt, ja. Und beim Zweier weiß ich es nicht mehr so direkt. Ich denke schon, zumindest die Anzahl der Items, ne? Also wenn du schon viel Pistolenmuni hast, dann findest du auch mal eins, wo irgendwie nur drei drin sind. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob dann du ein komplett anderes Item bekommst. Wahrscheinlich nicht. Dafür gibt es einen Randomizer. Ah, noch eine Tasche. Geil. So, was haben wir hier? Fahrstuhlnotiz. Ein Problem mit dem Schaltkasten. Okay. Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Gut. Ist hier was? Tür ist zu. Nö. Aber es ist noch eine Tür. Habe ich Sprengstoff noch? Wolf, nein. Ich nehme mal die Pistolenmunition, jetzt wo wir zwei Plätze mehr haben. Ja, stimmt. Drei sogar, weil der Dietrich weg ist. Stimmt. Wie heißt du nochmal? Nikolai? Nee. Doch. Doch, Nikolai. Ist er ne? doch. Er schickt dir sowas von Endgegner auf den Hals jetzt. Ach, guck mal, ich kann hier auch noch runterspringen. Nee. Auch nicht. Upsa. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? Du kommst nicht hoch? Nee. Hey, du musst drei Sicherungen finden. Ja, stand da ja, ne? Hier. Oh, Gott. Das ist für niemand so Gott, erschlagend. Was war das? Was ist das denn? Ah! Oh, das sind diese Nackt-Zombies. Oh, lass sie nicht so dicht ran. Okay, zwei Schrotflintenschüsse. Okay. Einmal Schrotflinte für die. Also jetzt alles voll mit Schaltern und irgendwelchen Gängen, ne? Und nackten Zombies. Und nackte Zombies. Aber eine haben wir schon mal. Eins von drei. Doch. Liegt bestimmt was. Ups. Ah! Was? Hunde? Du hast aber voll die Breitseite erwischt. Den anderen auch noch. Richtig gut. Richtig gut.
gar nicht gesehen, dass sie kamen. Also da ist die Schrotflinte wirklich sinnvoll. Das stimmt. Uiuiui. Uiuiui. Sind das erst die zweiten oder dritten Hunde, die hier was... Da waren ja welche im Gang ganz am Anfang, kann ich mich erinnern. Ja, stimmt. Wenn sie in dieser einen Gasse... Ah, okay, den Weg kann ich mir sparen. Hat jemand von euch mal diesen Multiplayer-Modus gespielt? Also ja. Multiplayer... Resistance? Hast du diesen Wesker-Part mal gespielt? Wo man, also den Commander-Part sozusagen... Ja, ja, du, ja, den habe ich. Und ist der so cool, wie er, sag ich mal, wie er sich anhört? Er ist ein bisschen verwirrend zu Beginn, finde ich. Also weil zur Erklärung, man kann den Gegnern, den Mitspielern, den Gegenspielern sozusagen Fallen und Zombies und alles quasi entgegenstellen. Exakt, das ist so ein bisschen so ein bisschen Dungeon Keeper, hätte ich fast gesagt. Ja. Ne? Dungeon Keeper mit Five Nights at Freddy's gemischt, weil du das alles über... Oh! Oh! Oh, der steht immer noch! Sag mal. Schön. Du musst erstmal natürlich gucken, wie du mit den ganzen Fallen zurechtkommst. Du kannst Selbstschussanlagen auch. Da war ein Durchgang. Ich weiß, aber ich will noch mal kurz gucken, ob ich hier nichts vergessen habe. Und erstmal musst du ein bisschen so die Location kennen, wenn die anderen dann durchjagen. Du kannst dann immer von Kamera zu Kamera schalten. Die können die Kameras aber abschießen und dann bist du nicht mehr fähig, in der Ecke was zu machen. Und, okay, du brauchst die Kameras. Also. Ich habe auf jeden Fall so 2-3 Runden gebraucht als Mastermind, um da halbwegs zurechtzukommen. Und du kannst sogar selber dann eben Zombies platzieren und Spezialwaffen. Wenn du Annette Birkin hast, dann nimmst du zum Beispiel William Birkin als Spezialwaffe und kannst ihn sogar selber steuern. Oh, das ist eine Figur rechts. Da. Die haben wir sehr konsequent verfolgt bis hier im Spiel. Ich verstehe dann wahrscheinlich 3 von 800. Ja, es gibt schon sehr viele. Wenn allein in der Demo schon 20 waren und ich nicht weiß, wo. Es gab nicht mal 20 Räume. Das stimmt. Der Multiplayer macht Spaß. Aber eben, wie gesagt, man muss ein bisschen erstmal sich reinfinden, was die Mastermind-Sache angeht. Und du hast einen Vorteil. Das ist eine schöne Idee. Also, das kann man eigentlich, glaube ich, echt in der heutigen, wo alles ein bisschen ähnlich ist, hat man da wenigstens mal ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Konzept hätte man vor ein paar Jahren, als das Film-Franchise noch größer war, auch gut zu Saw umsetzen können. Ja. Dass einer spielt den Jigsaw und hat da irgendwie 8 Leute eingesperrt und dann dieses Fallen und so. Oder stell dir vor, du musst diese Fallen vorher bauen. Du hast so ganz viel Werkzeuge und dann musst du eine auf das Laster passende Falle bauen. Das wäre so wie Incredible Machines nochmal im Spiel eingebaut. Exakt. Also das ist, irgendwann kommt das alles noch. Ich meine, Saw kommt jetzt nochmal neu, dann kommt sicher auch sowas. Und wenn du als Survivor da spielst, dann du musst so verschiedene Stockwerke durch und ihr müsst euch gegeneinander absprechen. Du hast so verschiedene Rollen. Manche sind dann so die Heiler, andere sind dann Tanks und so. Also fast schon ein bisschen rollenspielig. Oh, da höre ich doch was. Da ist doch was. Okay, ich konzentriere mich erstmal. Ja. Eieiei, hast du Granaten? Oh, nee, ist doch super. Jetzt schön mal... Der eine lebt doch noch hinter dir, oder? Der hinter dir ist, glaube ich, echt noch am Leben. Ah, was soll denn das? Ich hab doch gedrückt. Hatte ich... Vielleicht haben wir den Controller kaputt desinfiziert. Ich hatte das Problem vorhin auch mal. Oh. Wir haben ihn kaputt desinfiziert. Das mag ich. Jetzt mein... Okay, lass mich... Nimm doch das... Ja, ich... warte mal. Oh, Glück gehabt. Gleich mischen. Und hast noch einen. Magnum-Muni. Und da machen wir Shotgun-Muni draus. Nee, normal ist es. Du hast den einen doch nicht gekillt eben, oder? Der ist doch am Anfang wieder vorbeigekommen. Ich werde gleich mal gucken. Okay, wir haben nach wie vor nur eine Sicherung. Ja. Ja, der ist tatsächlich irgendwie einfach umgefallen. Die Stichprobe. Schrittzähler. Ne? Huh. Alles gut. Aber hast du jetzt gerade hier hinten irgendwas? Hey, so einer mal wieder. Nicht so nah ran. Mund aufmachen. Okay, explosiv. Was waren die guten Granaten gegen die Brand? Brand, ja, aber ich habe keine Brand dabei im Moment. Aber das hast du gut gemacht. War schöne Kräfteteilung. Wir wissen ja noch,
Brand und Maul auf. Das war halt das Rätsels Lösung. Hat er keine Sicherung? Grünes Kraut. Das kann ich so nehmen. Na komm, hier muss aber jetzt mal eine Sicherung auch drin liegen. So. Ach, guck mal, das sind separate Räume. Was? Ach, da ist eine. Hast du doch vergessen, ne? Eine Sicherung. Wo war die denn? Ach, neben dem Raum. Ja, die sind gar nicht in den Kisten. Ja, aber du denkst, man würde doch denken, dass das da hinten ist, statt hier. Okay, zwei Sicherungen. Na, du wirst jetzt ein Platzproblem kriegen. Ja, das werde ich. Bist du von da oben gekommen eben? Ja, nee, ne? Ja, das bin ich. Hinter mir war auch noch eine Tür, wo ich nicht durchgegangen bin. Ich habe erstmal hier nachgeschaut. Irgendwo hier, genau. Hier war ich auch noch, da bin ich nicht durch bisher. Hier. Warte mal, hier, ich bin mit dem Aufzug hoch, glaube ich. Die Tür oben wolltest du jetzt nicht benutzen? Doch, aber ich glaube, hier habe ich alles abgesucht. Genau, hier war die Figur, ne? Dann gehen wir durch die Tür durch. Ach Gott. Haben wir eigentlich keine Granaten, ne? Mm-mm. Nur ein Granat. Komm, für eine. Echt? Aber die Shotgun ist doch so gut. Ja, vorhin wollten wir sie noch für Nemesis aufheben. Okay. Oh, wie sieht der denn aus? Okay, der ist neu. Jetzt hat mir das wieder mit der Steuerung gerade. Ja, aber plus, der ist auch neu und schnell. Sollen wir vielleicht den Controller mal wechseln, Gregor? Nein, das ist, glaube ich, eine reine Steuerungssache. Oh, wie der aussieht. Der ist tot, er ist nur falsch gefallen. Ich trau dir ja jetzt. Nicht nochmal reinschießen. Weißt du was? Nee. So. Na gut, wenn du unbedingt willst. Ich will. Schreibe ich gleich einen negativen Comment zu Gregor und das Video. 60 männliche, 89 weibliche. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Weißt du noch, als wir Resident Evil 2 ohne zu sterben durchgespielt haben und Leute trotzdem gesagt haben, wir würden es nicht beherrschen? Haben wir echt? So lustig. Wir haben es ohne einmal zu sterben durchgespielt. Tatsächlich. Kein Shit. Vielleicht haben wir einen Endboss oder so. Aber ich glaube, wir haben es wirklich durch. Und trotzdem, du kannst es noch so gut spielen. Der Hass wird kommen. Finde dich damit ab. Es ist Deutschland hier. Ja, warte mal. Ah. Hoch runter. Nee, da, gut, also hier kommst du wieder rein, aber hier war noch eine Tür gerade. Ah, ich glaube, auf der anderen Seite warst du eben schon mal. Ja. Ah, ist das Safe Room. Ja, perfekt. Das ist ja perfekt. Ist echt die Pistole weg? Ich packe jetzt mal alles rein. Was ist denn mit den Sicherungen? Brauchen wir die gleich oder erst später? Ja, die brauchen wir hier, um den einen Fahrstuhl zu reparieren. Also die G18 nehmen wir, Magnum. Wir nehmen einmal Flintenmunition, einmal. Ach, nehmen wir die weniger Pistole. Explosivgranaten, wir nehmen mal das Messer. Nimm doch noch die drei Pistolenmunition mit. Welche? Kannst du mit den 29 doch gleich zusammenmischen. Wo sind denn da nochmal welche? Da waren noch eben noch welche, wo noch. Oder nee, das war was anderes. Ich habe das gerade verlesen. Das war Flintenmunition, Entschuldigung. Achso, ja, Flintenmunition ist voll mit den 20. Ja, die würde ich auch erstmal. Ja, aber sieht doch eigentlich gut aus so. Ja, die Sicherung. Hast du den Heil vielleicht noch? Und ein Heilkraut. Nehmen wir ein Spray. Gut. Hey, wie wir hier durchzischen. So. Der Raum, Büro. Hier kommen wir. Alles rot. Oh, da haben wir, da sehe ich noch ein Pulver. Sprengstoff A. Aus dem Büro. Hier, oder? Geradeaus durch irgendwie. Ach, das hatte ich gar nicht geholt, wahrscheinlich vorhin. Ja. Oh. Okay. Ja, das können wir gleich mal kombinieren, ne? Und rein. Mhm. Ah, nimmst du die mit? Ja, oder? Ja, ich. Aber mach die mal rein. Wenn der Johnny da war, dann lasse ich die lieber. Die waren ja das besser. Sehr gute Entscheidung. So, also hier entlang.
auch alles im Dunkeln hier, ey. Da. Uha! Richtig gut, dass er da hängen geblieben ist eben. Ja, Glück gehabt. Ach, das ist zu gut mit der Shotgun. Ja, Mann. Guck mal, der Kopf ist da nicht mehr. Da fühlt man sich einfach so viel sicherer. Schau dir das an. Da ist nicht mehr so viel über. Ja. Man fühlt sich auf jeden Fall besser. Und? Wir haben die drei. Okay, das war's. Irgendwas itemtechnisch. Ja, egal. Wenn da jetzt nicht gleich ein Endgegner kommt, wow, muss drei Sicherungen irgendwo eingehen. 100 dann pro. Es riecht wirklich schon danach. Gregor macht dich bereit. Ja, ich speichere jetzt und gehe dann zum... zur Sicherung. Okay. Achso, hat er schon kombiniert. Das ist ja super. So. Ich nehme noch ein Heil-Item. Ja, noch ein Heil-Item ist gut. Wirst du jetzt gleich die drei Dinger los? Diese letzten Ordnungsmoves immer. Jedes Mal denke ich mir, ach komm. Das ist mega wichtig. Ja, ich für den einen oder anderen ist es ja wirklich wichtig. Insofern macht ihr mal. Ach, die. Aber ich habe euch noch eine. Ach Gott. Oh, schade, dass wir keine Flashbang haben. Nee, nimm die Schrotflinte mal. Du wirst hier sonst nur Ärger haben. So gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Alter, ey. Gut, dass wir gespeichert haben. Und der nächste. Jeder darf mal. Der Kopf ist für alle da. Gregor, willst du nicht einfach laden? Ja. Ich lade jetzt gleich. Aber ich nehme gleich eine Brandgranate auf alle gleichzeitig drauf. Das ist mir, da habe ich keinen Bock drauf. So ein Crap, ey. Ist nicht schlimm, wenn man einsieht, dass man neu laden muss. Ja. Wir lernen ja noch. Smart Loading. First Try außerdem. So. Wie viel? Sag mal. Seit wann sind das denn so eine... wann ist das denn so eine krasse Bedrohung mit denen? Schnell! Ja, das weiß ich, die waren doch nicht so heftig, oder? Na, das hat ihn schon immer viel abgehalten, dieser Kopfschutz. Aber drei von denen sind halt auch fies. Ja, und lass sie einfach. Auf die Entfernung können die einem ja echt auf die Eier gehen. Alter Verwalter, ey. Okay, Miss Health-Warnung. Also ist sogar wieder eine Kiste. Ist abgehauen. Wirklich wieder? Ah, okay. Was hat er hier drin gemacht? Achso, das ist hier. Liegt hier noch was rum? Hier vorne bestimmt immer. Ist immer was? Nee, hier ist gar nichts. Doch. Ah, ein langes. Für die Mac. Oh, langer Lauf. Die haben wir noch kein einziges Mal benutzt, ne? Ja, aber die werden wir auf jeden Fall. Nice. Langlauf. Heute im Magnum Lammlauf-Wettbewerb. Auf der Loipe. So. Stuff können wir ja so lassen. Wie war denn die Konfrontation mit Nikolai im alten Spiel? Boah, der hat einen bis zum Ende verfolgt, glaube ich. Da gab es ja diese Anlage, wo wir Nemesis am Ende durch diese... Ja. Durch dieses Keller... Genau, dieser Strom... Das Stromding, wo du dann diese Railgun einschalten musst. Ja, genau. Aber weil das... Und da ist er rumgelaufen und hat irgendwie mit dem Hubschrauber wollte er uns abschießen. Das weiß ich noch irgendwie. Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist ja... Unfertiger Bericht. AC infiltriert, sporadische Unruhen... Testlauf an der Also die typischen Kampfdaten, ne, die man immer so gerne sammelt bei Amara. Beobachtet zwei Stars, einen Mann infiziert und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. Das ist also die Nemesis-Nummer. Die Frau JV hat Kontakt zur MV-Kolonne. Okay, alles mit Abkürzungen.
Das sind alles Erfahrungsberichte über das, was Jill gerade gemacht hat. Wie die auch alles wissen. Die haben alles mitbekommen, ne? Die ganze alles. Geschichte. Es geht um die Kampfdaten, verdammt nochmal. Du warst das. Er stirbt jetzt. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Nein, der ist der Böse. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Aber wenn er verletzt ist, dann muss er doch eigentlich gebissen worden sein. Dann würde er doch schon, eigentlich ne? zum Zombie werden. Ist er nur aufs Knie gefallen? Ja, das ist einfach. Der hat doch Knieschützer an. Er hat einen eingewachsenen Zehennagel. Du weißt ja nicht, wie sehr das wäre. Er konnte sich vorher nicht drum kümmern. Jetzt ist es zu spät, ne? Ja, ja. Und den Tennisarm, den hat er auch schon voll lange wegen der AK. Lauf doch nicht vor, mein Junge. Mann, da die Frau kommt nichts Gutes bei rum. Anstatt mal zu helfen. Und ich kann auch nicht laufen gerade. Sicher, du willst nicht anhalten? Wofür? Während ich humpel. Ich schaff das schon. Okay, erledigen wir das. Ich lasse ihn nicht aus dem Auge, mein Freund. Der wird zum Zombie, da kannst du aber fest von ausgehen. So, halt mal Sicherheitsabstand. Nee, der wird vom nächsten Endgegner, der jetzt gleich kommt, einfach gekillt. Fakt, du hast recht, um zu zeigen, dass es wirklich bedrohlich ist, ja. Mhm. Aber kriegen wir dann seine Waffe? Shit, du hast so recht. Oh, oh. Oh, da ist er. Das ist der, Nemesis. Ja. Er war nicht tot? Na, also. Tja. Ihr seid Propheten, Leute. Ihr seid Propheten. Das war doch klar. Ah, oh, wie unspektakulär. Das hätte man besser machen können. Mein Zehennagel. Jetzt kommt Crash Bandicoot. Ja. Wegrennen. Rudiger, Rudiger. Ah, nee, doch nicht. Und kein Quicktime-Event, das gefällt mir. Ja, toll, ne? Ich mag Quicktime-Events. Wollen wir gleich tauschen oder hat jemand Bock? Simon wäre jetzt wieder dran. Ich wäre dran, ja. Ich will den Endgegnerkampf nicht machen. Naja, wir sind jetzt... Na, es sieht noch nicht so aus. Vielleicht kommt erst noch ein weiteres Labor. Ja, ich gehe mal, ich mach bis zum nächsten Safe. Aber ist so. Das schon die letzte Location wahrscheinlich, oder? Ja, guck mal, Labor ist immer wir, den, ja. wir haben den Dietrich sogar schon abgegeben. Das ist ja echt interessant. Also es fühlt sich kurz an, aber wir haben einfach nur sehr souverän das Ding durchgerockt. Ah ja, apropos Safe Raum. Da. Die sind jetzt auch wirklich sehr mannigfaltig. Nest 2. Nest war ja die Anlage von Resident Evil 2, ne? Mhm. Zelle T-Virus unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtung. Reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Der T-Virus-Impfstoff. Ja, das Typische. Es ist uns eine Ehre, daran mitzuarbeiten. Das klingt wie die Rundmail, die bei Rocket Beans verschickt wurde jetzt. Du meinst, warum drinsteht, warum das mit dem T-Virus eine gute Sache war? So, ja, dann... Jetzt geht das mal an Simon gleich. Ach, geht doch noch ein Stückchen weiter. Ja. Wer weiß, wann er wiederkommt, ne? War schon sehr Endgame-Dramatik. Sehr, sehr Endgame-ig, ja. Das ist doch. Schön. Nice. Verbrauchst du automatisch immer drei mit der, ne? Wenn du gedrückt hältst. Ich glaube, wenn du nur einmal drückst, passiert nichts. Also du schießt eine Kugel, wie gesagt. Aber wenn du schon einmal guten Aim hast, dann ist es ja ein neues Arschloch. Ist du nur einmal geschossen? Nicht die Magnum. Hast du jetzt denn mit der Magnum geschossen? Nein, nein. Aber die Magnum ist, Ach so. Die war auf den Schnellzugriff da, wo das Messer war.
Das ist aber. Magst du, wie du die Kiste versehentlich schon kaputt geschossen hast? Ja. Pistol, war eh Pistolenmunition drin. Isaac Graves Tagebuch, ein ironischer Nachname. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut und am wichtigsten, die versprachen mir, dass ich einen Beitrag zu modernster medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Also seine Prosa hatte sich erhalten. Auch ja. Wie ein Gewinn im Lotto, also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind nach Raccoon City gezogen. La la la, Höhle von Monstern, Papa, Mut ansammeln, Experimente. Kalte Füße. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert! Ich habe mir alles mit angesehen. Und ich habe meine Frau und. Ja, er hat's bereut. Ja, klar. Danach. Weil. Ist er das? Wahrscheinlich. Dafür kriegst du noch einen. So, das verdient. Nur gerecht. Da bist du hergekommen, oder? Ja, aber ich bin hier hinten noch nicht lang. Wie Umbrellas geschafft hat, wirklich in jedem relevanten Bereich dieser Stadt irgendwie seine Labore aufzubauen, ja, und irgendwie die Leute für sich. Ich meine, die haben den Bürgermeister, den Polizeichef. Sie haben die hier, ne? Das ganze sie haben alles, Klinikum. Ja. Und dass sie alleine in Raccoon City eben, wie viele Untergrundlaboratorien, du hast ja gedacht, vielleicht eins pro Stadt? Nö! Nee, wir haben sogar welche von denen, die nicht untereinander wissen. Nest 2. Genau. Genau. Wir sagen es ihnen einfach nicht. Ist auch überall ist einfach so ein Labor drunter. Ja, okay. Ey, vielleicht war das eigentlich ein Labor, wo eine Stadt drüber gebaut wurde. Ne? Ja, das wäre das einfacher. Die Mitarbeiter unten war das immer voll das Mysterium, wenn sie gesehen haben, oh, hier ist ein Eingang zu einem Haus, was oben drauf gebaut wurde. Was ist denn das? Das finden die im Endgame dann immer so, Häuser, die einfach oben drauf gehen. Ich habe eine Toilette entdeckt. Ich finde immer, man müsste mal mehr die Wissenschaftler spielen oder die anderen Leute. Legen also, Sie zum Start der Impfstoff. Ja, was könnte man noch so im Management sind? Als DLC für so, wie heißt dieses Hospital-Spiel, was es gerade gibt? Two-Point Hospital. Yeah. Two-Point Hospital, so ein DLC, wo du Umbrella spielst oder so. Genau, wo du immer, machen sie noch mehr Probanden hier dazu, ne? Ja, ja. Verschummeln sie das mit der Versicherung? Also, Impfstoffsynthese. Antigen und Adjuvant. Antigen produziert eine potente Impfstoffbasis, indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert. Und in der Verarbeitungsanlage, das ist das, wo wir gerade dran waren, so wird eine tausendfach höhere Antikörper, ja, was auch immer. Also wir müssen dieses Antigen und Adjuvans finden und die kombinieren. Und hier haben wir die Station nachher. Guck mal, da sind Anzeigen. Da sind Anzeigen wieder unten. Ja, das kommt noch. Parameter einstellen. Okay. Du auch? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. 1998er USB-Stick, 8 Meter groß. Und 8 Megabyte. Ja, wenn du cool bist, hattest du schon 32. Ich kann mich noch erinnern, damals eine sehr frühe Spiegelreflex gehabt zu haben bei der Arbeit, wo du noch, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Checkkartenformat das war. Ich hatte noch Kilopixel und noch keine Megapixel. Ja. Da war Pixel ohne E. Ich hatte mein erstes Handy, was MP3s abgespielt hat, hatte 64 GB Speicher. Megabyte meinst du? Krass, ne? Ja. Ey, wir hatten damals bei Giga hatten wir diese Kamera, die auf Disketten gespeichert hat. Kennt ihr die noch? Die auf diesen 3,5 Zoll Disketten? Das war krass. Da haben auch nur so vielleicht 8 Fotos oder so draufgepasst. Hieß denn, war das noch die Zeit, wo Giga noch Mega hieß? Oder? Nein. Mega Games. Ja. Mega Games. Heute beim Megaspiel. Möchtest du, Simon? Naja, klar. Ich meine, ich werde spielen. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ich möchte nicht der sein, der jetzt irgendwie Leben verliert. Ja, du kannst dich entscheiden. Entweder mache ich noch einmal weiter oder ich gehe jetzt save und gebe dir ab. Ja, speichere und dann macht Simon noch mal weiter. Ja, genau. Vielen Dank, Fabian. Okay, hatten wir noch was zum Mischen? Nein, aber die Muni können wir dazu packen. USB-Stick hast du im Inventar. So, und ich deinvertiere mal. Gut, da wird der Controller desinfiziert. Wir sind bei, wir haben es eben kurz gesehen, bei 5 Stunden knapp im Spiel, meine ich. Mhm. Was
darauf schließen lässt, dass wir in spätestens wahrscheinlich bei 7 Stunden sind wir wahrscheinlich durch. Ja, ich glaube nicht, dass es noch so lange dauert, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich extra spätestens. Man weiß ja nie, manchmal kommt ja am Ende noch mal so ein richtiger Extra-Level oder so, aber in dem Fall denke ich, das Labor ist schon das der ist Punkt. Das schon. Hast du denn schon? Achso, du ja, hast ich mir schon nur gegeben. Ich habe ihn angesprüht, darfst gerne selber einmal. Und alle Spielstände gelöst. Alles drüber gespeichert. Ich glaube, wir werden nicht diese Folge fertig werden, aber nächste bin ich mir sehr nächste sicher. Nächste bin ich mir fast sicher. Ja, die einen sagen, es wäre zu kurz. Ich glaube, eigentlich ist es eine angenehme Länge, aber es ist natürlich, wenn man es zu Hause hat und es gibt ja keinen Multiplayer-Modus, es gibt nur das, ja, ist es vielleicht dann doch ein bisschen kurz. Es gibt ja kurz, deswegen haben sie extra diesen anderen Multiplayer noch dazugepackt, denke ich mal, for free. Ne? Damit stimmt, den darf man nicht vergessen, der ist ja dabei dann. Der den, ist ja stimmt, dabei. Den gibt's ja. Und also wenn es so bleibt wie jetzt bisher, du merkst schon, es ist schon wesentlich linearer, ne? Oh, da sind noch ordentlich Items. Ja, auch alle hätte ich jetzt aber gesehen, auch ne? gedacht, ne? Da ist doch noch was. Ja. Ah. Pulver und noch was auf der anderen Seite. Es ist auf jeden Fall wesentlich linearer, ne? Mhm. Und abwechslungsreich natürlich, was jetzt die Locations angeht, aber es ist mehr, ich würde es fast sagen, also nicht den negativen Sinn, aber ich würde es fast mit Resident Evil 6 vergleichen, so ein bisschen. Ne? Mit weniger Leerlauf, also ein bisschen teiler, aber es ist schon krasse Action. Es hat natürlich so einen schlechten Ruf, das Sechser völlig ungerechtfertigt, mochte das sehr gerne. Das Sechser war definitiv aber zu lang für das, was es war. Ich weiß, dass das wahnsinnig umfangreich war. Ups. Und ja, was weiß ich, der eine Endboss muss den dreimal machen, immer aus der anderen Perspektive. Musste es damals richtig unter Zeitdruck durchspielen für Game One. Mhm. Und ich gedacht habe, wann ist denn das Spiel jetzt mal vorbei? Es geht ja immer und immer weiter. Ja, es ist so ein 40-Stunden-Ding. Nee, 40 nicht, oder? Wenn du Ada auch nochmal komplett machst, oder? 40 oder 30 bis. Das war auf jeden Fall richtig lang für Resident Evil. Ja. Nein, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber einfach. Oh Mann! Du kannst es ja nicht mit Resident Evil 2 Remake vergleichen, weil du hattest jetzt hier nicht wirklich klassisch sowas wie mit den Schachfiguren. Stimmt. Lauf durch einen großen Komplex, sondern das Größte war jetzt hier das Krankenhaus, würde ich sagen, wenn du die Erstlocation dann. Ja. Mit den Schachfiguren fand ich aber auch richtig dumm. Also einfach, weil es so ein anstrengender Abschnitt war. Ja. Oh, so ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass du Steuern wieder so ein bisschen, er zieht manchmal so nach, ne? Okay. Also es ist egal. Ich hole erst noch mal schnell ein bisschen Muni. Ich habe die eben ganz großmundig einfach wieder weggelegt, habe dann gemerkt, fuck, die kann man schon gut gebrauchen hier. Kann man schon gut verwenden, ja. Du hast die Magnum auch dabei, oder? Ich habe sie nicht weggelegt. Ja, sie ist noch da, ja. Nur die Munition hatte ich, glaube ich, selbst. Also die hatte ich weggelegt, die extra. Da unten, ne, ihr seht den auch, ja. Ach so, und da hinten ist auch noch einer. Wo? Hinten sehe ich ihn noch zuckeln. Ernsthaft? Das ist einer von diesen Nackten, die halten deutlich mehr aus. Ich glaube, du musst, wenn, dann mit... mit wesentlich mehr Schaden irgendwas nehmen. Wie viel hat er? Der lebt noch. 3 Shotgun-Schüsse? Oder so? 2, glaube ich. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ja, Pistole ist für den nichts. Er sucht wahrscheinlich nur seine Kontaktlinsen. Ja. Beweg dich nicht! Sag mal, jetzt reicht's aber wirklich. Ja, und das ist ja noch einer. Ach komm, ich lass die einfach, oder? Ja. Mann, was hat der eine gerade Shit ausgehalten? Weg, weg, weg. Ei, ich bin noch sogar mit dem Dash. Dachte ich zumindest, dass ich damit weg wäre. Du bist schneller ohne den Dash beim direkt weglaufen, wenn sie aufstehen. Nee, ja. Ist dahinter? Ja, da will ich. Oh. Da kommt er, da kommt er. Oh. So, das ist aber, ne? Boah. Sag mal, warum sind es denn noch mehr geworden? Die sind draufgekrabbelt alle. Der krabbelt noch. Sag mal, es ist nicht zu fassen, Gregor. Was ist denn hier los? So sagst du mir das? Die steht ja auf und brennt. Die stehen einfach alle auf und brennen. Okay, Shotty war bisher die beste für die. Okay, jetzt hast du den. Oder? Nein, immer noch nicht. Sind es die Regenerativen eigentlich, die sich wieder... Die regenerieren wahrscheinlich, aber du musst sie erst... Es sei denn, du hast sie einmal komplett gekillt.
Ey, es ist krass. Vielleicht hätte ich hier einfach gar nicht schießen sollen. Ja. Ey, im Ernst! Der kommt jetzt bis zum Ende des Spiels. Ja. Die ganze Zeit jetzt hinter dir her. Stehst du dann da beim Absprung und am Ende beißt du dich noch einmal ins Bein. Pistole war nichts bei denen, ne? Boah, hast du so wahnsinnig viel Munition verbraucht jetzt? Ja, aber du siehst ja, dass ich... Ach, komm. Wo kommt der denn her? Da war einer am Anfang, dann zwei, dann drei, aber vier. Gut, wo kommen die denn alle her? Das ist dann ein Indikator, die gar nicht zu bekämpfen, oder? Vielleicht hier mal überlegen, ob man echt so da irgendwie einfach weiter rennt. Ja. Oder du hast die Magnum. Vielleicht ist tatsächlich ein Magnum-Schuss wichtig. Ey, das muss man sich wirklich mal reinziehen, wie unfair das ist. Naja. Jetzt weiß ich immerhin, was ich nicht mitnehmen muss. Was waren das? Fünf waren das, oder? Wie meinst du fünf? Du hast einen hast du gekillt, dann sind nochmal von drei von ich unten. Ich glaube, keiner davon ist einfach gestorben. Die sind also, nicht gestorben, die kommen einfach immer wieder, ja. Also einfach schießen, rennen. Vielleicht eine Mine? Nee, das bringt ja nichts, ne? Naja, erstmal gucken. Boah. Ich meine, das ist natürlich. Das muss man erstmal herausfinden, all diese Sachen. Ne? Das wussten wir ja vorher nicht. Okay, also, ich habe das Gefühl, die Pistole brauche ich jetzt nicht. Sollte ich vielleicht dann mehr Flintenmunition mitnehmen? Das kann durchaus nicht schaden. Ja. Und Messer. Pff, ja, naja. Falls eine Kiste kommt, ne? Oder? Oder willst du immer noch mehr? Ich weiß halt nicht, was da gleich kommt. Ach. Ja, so. Okay. Explosive Granaten haben wir ja noch. Nee, Brandgranaten sind drin. Brand sind drin. Willst du die tauschen einmal? Ja. Ich glaube, ich probiere die mal aus. Ob die nicht eventuell besser sind. Okay. So, was kann man denn noch mitnehmen? Minengranaten, Mac-Munition, Pistolenmunition, Pistole. Nee. Mhm. Das muss jetzt reichen. Hui! Alter, ey. Das war ein bisschen die Hälfte. Also, es tut mir richtig leid, ne, dass jetzt direkt bei der Übergabe zu mir wir gestorben sind, aber ich habe echt auch nicht. Hab jetzt nicht viel machen können irgendwie. So, den machen wir nach oben, aber. Naja, du musst auf Schnellzugriff unten hingehen. Schnellzugriff. Und dann die Steuerkreuz. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde mal versuchen, einfach so schnell wie möglich jetzt da hochzugehen, weil die lagen ja alle noch so da drunter und waren weiter weg am Anfang. Und einfach gucken, ob man da nicht schnell weiterkommt. Weil man wird ja definitiv hier wahrscheinlich nicht mehr hin zurückgehen. Ja. Nein, du hast ich muss hoch und da irgendwas machen und dann schnell weg. Ich hätte gedacht, dass vielleicht für die eine Flashbang wäre, aber du hast ja gar keine Flashbang mit ihr. Ne? Hängt da oben einer? So, durchlaufen. Die sind in diesen Türen oder was das da ist? Hier. Ach, guck mal. Das ach, unser Freund. Das ist eins von den Dingern, die man braucht. Und links von dir war noch eine Tür, ja, wo du direkt durch kannst. Geiler Shit war da noch. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Ah, warte mal. Warte mal. Die Biowaffensyntheseteam, die Waffen, auch den Mitarbeitern. Aufnahme und Verabschiedung. Verabschiedung. Mit der Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Ja, ciao. Sehr hohe Regenerationsfähigkeiten, ja. Paleheads. Ist regelmäßig, aber spezifisch durch erstaunliche Regenerierungsrate. Ist es schwierig, hier mit herkömmlichen Waffen zu toten. Waffen mit hoher Feuerkraft. Ja, toll. Ja, also, das ist eine super gute Info. Ach Gott. Du dreckiges Miststück. Shotgun ins Gesicht. Hinfort mit dir. Was hieß ja gar nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Pistolenmunition hattest du. Das war's? Das war's, glaube ich. Okay, dann. Okay. Schrotflinte oder Granaten? Schau vielleicht nochmal auf die Karte. Oder Magnum. Und wenn hier nichts mehr ist, rennst du einfach so schnell es geht wieder hier raus. Ja, hier oben ist nichts mehr, ne? Aber da war doch noch ein Raum, der rot ist. Aber da ist kein Durchgang. Ach so. Da ist kein. Ja, so einfach wieder unten raus. Aber hier ist. Der rote Raum ist da, wo wir vorhin waren. Einmal komplett drumherum. Mann!
Das ist so unfair. Nee. Warum fällt der nicht runter? Da sind noch welche. Also, oh, wo kommt der denn her? Kein Palehead, okay. Da aber. Ausfall. Ich hab R1 gedrückt, du Drecksau! Ich fand's relativ gut. Was mich richtig ankotzt, ist, wenn ich schon den richtigen Button drücke und er es einfach nicht akzeptiert. Okay. Also, und was jetzt? Brauchen wir den USB-Stick nochmal oder haben wir den nicht mehr? Der steckt, glaube ich, in der Tür drin, falls wir den nochmal mitnehmen müssen für eine andere Tür. Meinst du, wir müssen ihn mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Ja, die Explosion-Dinger war aber auch ganz gut, glaube ich, gerade hier, ne? Oder zumindest schien es so, als ob du den einen Palehead... Ja, den einen habe ich, glaube ich, erwischt damit, ja. Aber gerade den hätte ich eigentlich nicht erwischen müssen. Gut, die kommen nicht hier raus erstmal. Und da ist der Anfang gewesen. Aber müssen wir da nicht hin? Nee, das hier, bis hier war der Eingang von der ganzen Anlage. Aber guck mal, da bei den Paleheads ist noch eine Tür unten. Oh nein. Das hätte man aber auch vorher rausfinden können. Und die ist auf dieser Ebene. Das ist nicht die Treppe genau, hoch, nicht hoch, sondern... Nein, hier ist halt nix! Doch, doch. Check doch mal. Nein, hier ist nichts, Gregor. Nein, aber du bist ja nicht ganz am Ende vom Raum. Der Raum ist ja auch blockiert. Shit, du hast recht. Du Scheiße. Gregor hat immer recht. Da muss man dran denken. Da kamen die auch alle her. Ach. Alter, wo denn? Warum, wie viel? Schnell mal ausgehen. Mann, es ist zu rein. Hast du es genommen? Okay. Ja, das ist genommen. Ich glaube, das kannst du gleich benutzen. Ja, vielleicht kommt noch ein rotes Kraut oder sowas gleich. Ja, stimmt. Oder ist das nur ein Health Item? Ist noch was. Wo denn? In ganz der Ecke rechts. Nee. Meinst, unten oder was? Nee. Oben. Hier rechts jetzt. Da will ich aber gar nicht hin. Ah, okay, es ist zum Glück. Es ist ein rotes Kraut. Hm. Oh. Ob ich hinten zu dem... Aber der ist... Nö. Glaubst du, doch, der hat was. Schieß ihm einmal in den Kopf von da. Ah, nee, du hast die Pistole nicht, ne? Seht ihr? So. Und schreiben. Ich kann es eintreten, das Tiefer ist irgendwie entkommen, ja. Mm. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an euch. Riesige Mengen des Impfstoffs. kombinieren, verstärken, genug, alle retten. Adjuvansproben wurden im Inkubationslabor gelagert. Okay, eins haben wir ja. Ja gut, das wussten wir eigentlich noch dazu. Wie lustig wäre es, wenn dann die Backstory von Umbrella so wäre, dass sich jemand nicht die Hände gewaschen hat und deshalb den T-Virus. Was machst du jetzt? Oh, ich würde schon gerne da gucken, ob da noch geiler Shit ist. Nee, irgendwas liegt da noch, aber lass das. Auf dem Rückweg oder so. Du verlierst viel zu viel Energie dafür. Ja, ich will ja auch nur, vielleicht sieht man ja von hier schon was. Oh ja, ist das Shotgun-Munition? Ja. Guck mal auf der Map, vielleicht hast du hier sogar gelöst den Raum. Nee. Nee, da ist noch was. Gut zu wissen, dass da noch was drin ist. Ja, sind hier noch mehr? Da liegt einer unten? Nein, nee, doch, nee, ist nur Blutsplatter. Aber hier steht schon einer um die Ecke. Das muss die Stromversorgung sein. Da ist er. Du hast die Magnum übrigens gerade gekriegt. Shit, du hast recht. Gut, danke, Mann. Ja, jetzt hätte ich schon gern die Pistole. Natürlich jetzt ärgerlich. Ach, einmal mit der Shotgun kommen. Du bist leer geschossen, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Mach! Okay. Das gute alte Schiebespiel. Soll ich Energie nehmen oder noch warten? Ich habe Angst, dass ein großer mich... Also, solange es kein Hunter ist, ist ja... Okay, ne? Waren das alle, ja. Oh, sowas ist... Oh, shit! Das typische Resident Evil Labor.
sind Tyrants. Ach du meine Güte. Brandneu sind die. Oh, guck mal lieber nach vorne. Was ist das? Ein Eirand. Eirand. Er sieht komisch aus. Und was ist das hier? Die Hunters, ne? Hunter S. Thompson. Hier etwa produziert? Moment, ob Hunter S. Thompson, hat der nicht? Nee, ich verwechsel gerade was. Der hat nicht Resident Evil Regie gemacht, ne? Nein, das Paul W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson. Das andere S. So. Also er macht ein Autosave. Das kann natürlich nur was Gutes bedeuten. Die hören doch nicht. Okay, Granate. Hey, richtig viele. Shit. Kann ich jetzt durch? Immer noch nicht. Nö. Schießen, das ging wieder nicht. Die Scheiße mit dem Schießen, sie ging wieder nicht, Leute. Geht er weg? Ja. Schnell weg jetzt, ja. Der Regenerator steht schon wieder auf. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Er ist tot. Also wenn man sie von Anfang an mit einer richtig starken... Ja, nein. Er ist tot. Aber der ist doch noch da. Magnum ins Gesicht mal. Hier ist da noch einer? Der steht 100 pro auf. Diese Schuhe sind mit dem Controller, Gregor! Warum ist das denn so? Das war doch früher nicht so. Vielleicht ist es die Panik, die jetzt einsetzt. Ne, es ist, als ob der... Kannst du das Problem nochmal umschreiben, Gregor? Ich hab's nach wie vor nicht gedacht. Ich raff's auch nicht. Manchmal geht's, manchmal nicht. Naja, anscheinend, wenn du nach hinten läufst und versuchst, nach vorne zu zielen, zielt sie nicht nach vorne, warum auch immer. Also, wir gucken mal. Genau so. Naja, jetzt geht's, ne? Ah, sobald man im Rennmodus ist, geht's. Du rennst nach hinten. Guck mal, ich renne. Und wenn du drückst... Ja. Warte mal. Muss man Rennen vielleicht loslassen? Wir das kriegen kann, das noch das raus. Das kann natürlich sein. Ich renne. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nämlich, seitdem wir das angefangen haben, haben wir hier so leichte, als wäre die Connection nicht hundertprozentig. Ne? Ja. Als würde die manchmal nicht ganz funktionieren. Ich glaube, es liegt daran, dass wir seit 6 Stunden halt dieses Desinfektionsmittel in diese kleinen Löcher spülen. Okay, das kann natürlich auch sein. Ja. Wir haben den zerstört. Auf der Vorderseite sind doch lauter Löcher auf dem Controller. Du hast recht. Es ist wahrscheinlich, haben wir ihn ein bisschen kaputt gemacht. Aber alles... Für die Kunst. Ja, Brandgranaten kannst gleich einfüllen. Shit, hätte ich jetzt nur noch den, ne? Hätte ich jetzt nur noch die Pistole. Es tut mir wirklich leid, dass hier so viel Munition verballert wurde. Ich hab's nicht besser hingekriegt. Ich kann's nicht anders sagen. Ja, das... Okay. Jetzt musst du zu dem Dings zurück, ne? Ja, alles wieder zurücklatschen. Alles. Ausdruck meiner Besorgnis. Dr. Frankel. Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrant einzufinden, um ihn extern zu kontrollieren. Ich kann nicht, um ihn von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Abweichend von den etablierten Umbrella-Richtlinien. Das sind alles so gute Sachen. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Ah, Parasiten. Möglicherweise sind Konsumenten in diesem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen. Brillanter Marketingplan um die Schwarzmaler für sich. Rede in Berlin im nächsten Monat. So nennen sie ihn Nemesis. Okay. Jetzt haben wir alles. Und es geht wieder weg. Och, ich habe voll Angst. Cool. Ja, ist leider auch schon so angelegt hier, dass du gar nicht an den Gegnern wirklich vorbeilaufen könntest. Ja gut, sie geben dir so viel Munition, für irgendwas muss man sie ja auch mal ausgeben, aber wir kennen es doch. Wir haben immer Angst, dass beim Endgegner nicht mehr genug übrig ist. Ja.
Jetzt passiert was, oder? Was meint ihr? 100 pro. Ich glaube nicht. Was? Immer, wenn man zum zweiten Mal durchs Labor will. Shit! Au! Gut. Super gut. War noch ein Koffer. Einer noch. Die... Soll ich sie nehmen? Nee. Magnum? Nee, lieber die. Ja, ne? Und jetzt muss ich schon einen von denen nehmen, glaube ich. Ja, nimm ruhig. Ja, sag mal, habt ihr das Gefühl? Ich frag's gleich nochmal. Nimm die Shotgun nochmal. Unfassbar. Muss ich aber nachladen. Ja, aber das... Du hast... Den einen hast du. Den... Alter, immer noch nicht? Jetzt aber. Ich habe mich eben gefragt, ob man wohl Angriffe unterbrechen kann, wenn du einfach das Inventar zwischendurch aufrufst. Weil es sah mir eben schon wieder so aus. Der Item-Cancel wieder. Na, ich glaube, das könnte passieren, ja. Wenn man es richtig macht, müssen wir uns für Speedruns mal überlegen. Ach ja, hier waren wir ja schon. Also, wieder zurück. Oh, jetzt müssen wir aber auch wieder an ein paar von den Dödeln vorbei. Ja, wenn du sie einmal anballerst, um an denen vorbeizulaufen, solange sie gestaggert sind, sollte doch okay sein, ne? Vielleicht hören die mich ja gar nicht. Ja. Ja. Da kommt doch schon einer. Lauf. Soll ich jetzt echt laufen? Ja. Ja. Jetzt vielleicht nicht mehr. So, jetzt ja. Nicht da raus. Hoch? Nee, runter. Raus. Runter. Ja. Gut. Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Oh. Diese Station war dann jetzt die Treppe rauf, glaube ich. Hm. Ne? Wo wir die beiden Sachen zusammenmischen. Würde aber fast sagen, wenn Simon jetzt einmal hier noch aufgeräumt hat, speichern wir ab und dann machen wir das nächste Folge zu Ende, oder? Ja, klingt sinnig. Ja, das werden wir wohl machen. Das ist auch sinnvoll. Soll ich die Pistole jetzt wieder mitnehmen? Ich glaube, da werden wir nur Probleme kriegen mit. Okay, nachgeladen. Abgespeichert. Abgespeichert. Und vielleicht noch schnell, Moment. In die, genau. Und die Pistole wieder nach oben. Die normale Pistole? Ach, jetzt habe ich die normale genommen, ne? Das macht nichts. Ist schon ausgerüstet, glaube ich. Ja, du hast recht. Praktisch. Gut. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Bin auch gleich gespannt, wer hier weiterspielen wird. Und ich hoffe, es war euch nicht zu schlimm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und das wird dann wahrscheinlich die Finalfolge. Das denke ich auch. Knallhart durchgenommen. Resident Evil 3 in atemberaubender Geschwindigkeit mit Fabian, mit Gregor, mit mir. Beim nächsten Mal geht's zum Ende.